Ja. Des Weiteren, ich habe mit dem Boron-Geweihten gesprochen. Er sagt, wenn wir Selem ansteuern sollten, würde er uns nicht begleiten. Wir sollten das im Kopf behalten. Er hat außerdem Warnungen ausgesprochen, die wir ernst nehmen sollten. Aber soweit ich informiert bin, ist Selem auch nicht unser Ziel, oder? Boron-Hilfe werden wir da nie anlegen. Zu Selim hört man nur Ja. Schlechtes. Erleben die Geschuppten. Dann, Jalan, ihr hattet euch auch noch um die Küche gekümmert? Wie sieht es da aus? Die Köche sind gerade noch an Land zugange. Ich hatte ihnen aufgetragen, dass sie mit dem Essen fertig sind, bis wir ankommen. Gut zu wissen. Außerdem will ich sehen, was sie einkaufen, wenn ich ihnen einen Tag frisch und 2 Wochen hart auftrage. Ich bin gespannt. Ich habe gesehen, dass der 1O die Kombüse ins Vorderdeck legen will, ja. Was ist der Plan? Das ist ja total bescheuert. Weil. Weil wenn es brennt, sich das alles über das gesamte Deck zieht. Eine Kombüse ist immer hinten. Macht das Magazin kleiner. Ja, aber so neben den Magazinen, das klingt für mich jetzt erstmal ziemlich bescheuert. Euer Einwand ist zur Kenntnis genommen und wurde abgelehnt. Tut das Das ist auch Magazin nach ziemlich unten. bescheuert. Weiter nach unten. Unter den Wellengang. Da, wo die Kombüse hin soll, kommt das Magazin rein. Wir haben sowieso oben noch ein Waffenlager. Das klingt nach einem konstruktiven Vorschlag. Wir werden noch einmal darüber nachdenken. Die Hesinde-Geweihte hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Sie ist offenbar auch im Besitz der Delfin-Manuskripte und hat angekündigt, uns zu gegebener Zeit über relevante Passagen in Kenntnis zu setzen. Und dann ist noch eine persönliche Sache, die in dem Gespräch aufgetaucht ist, aber das müssen wir nicht jetzt besprechen. Ich würde sie euch jedenfalls gerne nachher noch vorstellen, Jalan. Natürlich. Wie kommt das kurzfristig dran? Perikum. Wobei, ich bin nicht sicher, ob sie von daher kommt, aber sie war Proprazeptorin im Drakoniterhort zu Perikum. Ich verwechselte sie mit der Medica, verzeiht. Wir stellen sie als Medica ein, deswegen. Und sie hat offenbar auch auf der Seeadler gedient. Und daher auch die Sache, wegen der ich sie euch vorstellen wollte, Jalan. Offenbar war sie dort Kartografin vor einer gewissen Sari Treublatt. Dann sieht aus, als hätte er in eine Zitrone gebissen. Ah, ich habe mich also richtig erinnert. Ich war mir nicht mehr ganz sicher und sagte ihr, ihr wüsstet das besser als ich. Kannst mal Heilkunde Seele würfeln. Du kannst in den Augen von Jalan nicht nur Trauer erkennen, sondern vielleicht auch sowas wie Schuld. Nun, ich werde mit ihr zu gegebener Zeit darüber sprechen. Ja, überlegt euch, was ihr ihr sagen wollt und bereitet euch vor. Ich bin War sicher, das dann ihr. alles? Ich muss mich ums Steuer kümmern. Wir Ja, driften ich habe immer noch weiter einen. ab. Ich habe noch einen Punkt. Und zwar, wo wir gerade bei baulichen Maßnahmen sind. Meine Kabine hat folgendes Problem. Der Eingang ist in etwa so groß. Und Rafim hält ungefähr so seine Schultergröße. Mein Bär hat aber eine solche Schultergröße. Die Das ist Kabine eine. trägt das Hüttendeck. Wir können da nicht dran So, rumsägen. Kapitän, ich gehe wieder. Auf sowas habe ich keine Lust. Abenteuer. Ja. Ansonsten wäre ich auch für einen Anbau offen. Sagt ihr Aber zu. mir, Hasswolf ist ein Problem. Er ist Ja. der Beste, den wir haben, aber er ist ein Problem. Eins nach dem anderen. Ihr Rafim sagt den würdet ihn. Zimmermännern Bescheid. Sie sollen sich um die Tür kümmern. Ja, wunderbar. Ja, ich sehe das Problem mit Hasswolf ebenfalls. Ihr wolltet ihn. Ihr habt mir gesagt, er ist ein Bekannter von euch und. Also, ich habe auch mit dem Eferdi gesprochen, so ist das nicht. Aber danach hatte ich offen gestanden das Problem, dass der Eferdi das größere Problem wäre. Ich kann mich um ihn kümmern. Er hat ein Disziplinproblem. Er kann sie nicht unterordnen. So ist es. Er hat Probleme mit Befehlsketten. Und diskutiert bei eindeutigen Befehlen. Also wenn ihr wollt, können ich und die Alamtwana ihm Disziplin einprügeln, so wie man es in der Armada macht. Der schwarzen Armada. Das ist bei Torvalan außerordentlich schwer. Ich weiß nicht, ob es einen guten Eindruck mache, wenn ein Alan Fana, eine Eferdi, einen Swaffni-Geweihten verprügeln würde.
Ich glaube auch nicht, dass es seiner Loyalität zuträglich wäre. Aber ich möchte noch einmal lobend erwähnen, dass er euch nicht oben an Deck anschreien wollte, sondern hier unten. Er hat sich im Ton vergriffen, aber immerhin. Vielleicht solltet ihr es lange mit ihm reden und ihm klar machen, die Befehlskette muss eingehalten werden. Oh, wir hatten schon ein Gespräch in dieser Richtung, in dem ich ihm mitgeteilt habe, dass ich Wert auf Harmonie an Bord lege. Und auch der Schwur, den ich von den Geweihten verlange, ist in dieser Richtung. Die Sache ist die, wenn er Grund hat für berechtigte Kritik und ich sehe seinen Standpunkt, dann dürfen wir ihm nicht den Mund verbieten. So passieren schlimme Katastrophen, wenn Leute alle nur auf Einigkeit aus sind und es nicht sagen, wenn etwas im Argen ist. Ihr stellt meine Autorität und die Autorität meines 1O in Frage. Das kann nicht gut gehen auf Dauer. Sulamin. Das ist richtig. Sulamin, denkt ihr, ihr kriegt ihn in den Griff? Wenn ich versuche, ihn in den Griff zu kriegen, ist einer von uns beiden am Ende tot. Ich finde das nicht fair, dass ihr mir diese Aufgabe aufbürdet, da ihr ihn persönlich angeschrieben habt. Ich frage euch, wollt ihr diese Aufgabe freiwillig übernehmen oder nicht? Ansonsten gibt es sicherlich auch probate Zauber, die das lösen können. Keine Zauberei. Überzeugung. Wir brauchen überzeugte Seemänner. Ich denke, ich könnte daran arbeiten, dass er auf seinen Ton achtet. Ich denke, es wird nichts an der Sache ändern, aber es sollte sehr viel besser aussehen, wenn er euch auf höfliche Art und Weise kritisiert. Ja, das ist nicht das Problem, wie er es sagt. Das Problem ist, dass er Befehle in Frage stellt. Das kann er so nett machen oder so arschig, wie er will. Aber das ist einfach nicht in Ordnung. So funktioniert das nicht. Der Schwur, den ich verlange, beinhaltet, dass er unseren Befehlen gehorcht. Und ich nehme an, das ist kein unsinniges Ansinnen in Anbetracht dessen, was man auf der Seeadler von uns verlangt hat. Nun gut, ich denke. Wenn er diesen Schwur nicht ablegen will, wird er das Schiff verlassen. Nun gut, hat er diesen Schwur schon abgelegt? Nein, ich werde ihn allen Kandidaten, die wir behalten möchten, vorlegen. Sie sollen sich in Ruhe Gedanken darüber machen. Und dann möchte ich sie in der Kapelle vereidigen. Nun gut. Was das angeht, wir werden noch dann mit der Mannschaft im Effort-Tempel auflaufen müssen. Alleine schon des Anscheins wegen. Und ihr wisst schon, Verdächtige auszusortieren. Effort auf unsere Seite zu bringen? Die Götter nicht vorauslassen. Das sowieso, aber dafür müssten wir die Mannschaft nicht mitbringen. Kapitän. Rafin würde mal in seiner Tasche kramen. Das sind übrigens hier die 3 Verträge. Ich habe die schon mal fertig gemacht. Ihr müsst die noch unterschreiben. Ich werde sie lesen und unterschreiben. Ja, okay. Lass sie hier. Ja. Ich würde die übrigens alle behalten. Ach ja, Boltax, deinen komischen Knüppler habe ich unten zu den Trollzackern geschickt, wenn du mit dem reden willst. Ist gut. Ihr habt den wahrhaftig eingestellt? Ja, Boltax wollte ihn haben. Er kostet nichts, war mir egal. Wenn es Boltax glücklich macht, warum nicht? Warum nicht, ja, tatsächlich? Es ist praktisch, jemanden zu haben wie ihn. Glaub mir. Ja. Nun gut, die Herrschaften. Ich kümmere mich darum, dass wir nicht morgen früh in Jagan anlegen. Und ja, dann altern aus der Kabine. Warum sollen wir denn in die Jagan anlegen? Es war eine Redewendung. Vielleicht hat er einen Maroskaner ans Steuer gestellt. Das kann natürlich sein. Diamantes, wie funktionierten die Lenzpumpen? Die Pumpen. Die haben einwandfrei funktioniert. Der Geweihte hat sie gut aufgebaut in einem angemessenen Tempo und wir konnten den Schiffsrumpf schnell auspumpen. Ich denke, im Gefechtsfall wird das genauso gut funktionieren. Gut. Boltax, würdest du dir nochmal mit den Trollzackern reden? Wegen dieser ganzen, ich habe Angst vor Wasser, das hattest du ja auch mal. Aber du bist jetzt viel besser geworden. Ja, ich rede mit ihnen. Vielleicht kannst du denen ja deinen, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, vielleicht hast du ja einen Trick oder so. So wie mit der Armbrust. Vielleicht müssen die nur an, ich habe keine Angst vor Wasser denken und dann klappt das.
Ja, so einfach war das nicht, wie mit der Armbrust, aber es hat etwas gedauert. Aber ich krieg sie bestimmt dazu, wenn ich mir etwas Zeit nehme. So ja, 10 bis 15 Jahre. Ja, ich habe da volles Vertrauen zu dir. Sehr gut. Ja. Dann würde ich mal runtergehen, um nochmal mit den Treuzackern zu sprechen. Ja, so, sobald nacheinander die Kabine verlassen, schließe ich noch die Tür nach dem letzten. Und Kapitän, auf ein Wort. Ja. Das Magazin, es muss noch befüllt werden. Es fehlt uns einiges an Munitionsarten, darunter Kettengeschütze und Hagelschlag. Stell deine Liste auf und besorg das Zeug. Ich werde euch ein Dokument zur Verfügung stellen, dass ihr dieses, was ihr braucht, bezahlen könnt. Wäre das alles? Das wäre alles. Meine Bedenken zu Hasswolf wurden bereits von den anderen geäußert, aber ich denke, das habt ihr auf dem Plan. Wir werden ihn beobachten. Gut, ja, dann verlasse ich auch die Kapitänskajüte. Wo will Zulamin? Zulamin möchte den Ingerim-Geweihten suchen. Ja, den findest du wieder in seiner Werkstatt, wo er sich gerade darum kümmert, die Pumpe liebevoll zu ölen. Euer Gnaden, ich habe euch bei den Gesprächen vermisst. Keine Zeit. Ihr seid noch nicht einmal eingestellt und seid schon so um dieses Schiff besorgt. Ist ein Schiff. Wenn's untergeht, hier halt mal die Säge. Wenn's untergeht, sind wir alle verloren. Irgendwann weiter muss ich darum kümmern, dass das Schiff alles läuft. Bin froh, dass ihr keine Pferde angestellt habt, die nerven nur. Kein Feuer und so. Kann man hier noch eine Schmiede hinstellen? Nun, erstmal ist die Frage, ob wir euch überhaupt haben wollen. Möchtet ihr das Gespräch noch nachholen? Ist mir egal, machen wir hier. Muss arbeiten. Er nimmt sich eine große Planke und nimmt ja dann die Säge wieder aus der Hand und fängt an zu sägen. Gut. Neben der Gunst eures Gottes, die ihr mitbringt, was könnt ihr, das uns in der blutigen See von besonderem Nutzen sein dürfte? Schiff reparieren. Nun, das ist zweifellos eine zentrale Fähigkeit. Wir haben eine sehr heterogene Mannschaft, wie ihr sicher mitbekommen habt. Daher frage ich solche Dinge lieber gleich. Mal angenommen, es käme zu einer Meuterei. Wie würdet ihr euch verhalten? Spannungen müssen gelockert werden. Das muss alles raus. Und wie? Ist mir egal. Ihr meistens einen Hammer und Schlag irgendwo drauf. Sowas wie Moral, das interessiert mich nicht. Klärt das unter euch, ich kümmere mich um das Schiff. Stellt euch einfach vor, dass ich kein Personal bin, sondern... ich werde zum Schiff. Stellt es euch so vor. Verstehe. Ich kann nicht gut mit Menschen. Habt ihr vielleicht gesehen? Ja, ich nehme an, das ist in Ordnung. Gebt mir mal den Hammer da drüben. Zulamin reicht ihm den Hammer. Eine Frage noch. Wurdet ihr schon einmal versucht? Was meinst du damit? Vom Widersacher eures Gottes. Hat er schon einmal Kontakt zu euch gesucht? Schon. Was habt ihr dann getan? Ich hab den Bakterier erschlagen. Es war in einem Vulkan. Er kam wieder und wieder und rief ihn immer wieder an. Immer ein Grad tiefer. Bis nicht mehr ging. Totgeschlagen. Mit dem Hammer hier. Wie gesagt, muss alles raus. Hat er mit euch geredet? Oder habt ihr nur gegeneinander gekämpft? Nee, er hat's versucht. Am Ende habe ich ihn noch in den Vulkan getreten. Gut. Dann, ihr habt vermutlich schon mitbekommen, dass wir bereits eine Angrosch-Geweihte haben, zu der wir persönlichen Kontakt haben. Ist mir egal. Könntet ihr euch vorstellen, mit ihr zusammenzuarbeiten? Ist mir egal.
Unsere Finanzen sind begrenzt. Die Angroschgeweihte ist gesetzt. Sollte der Kapitän zu dem Schluss kommen, dass wir uns keinen weiteren Geweihten leisten können, wärt ihr bereit, bei der Reparatur des Schiffes zu helfen, solange wir im Hafen liegen, auch wenn ihr euch nicht, wenn ihr uns nicht begleiten könnt? Sehe ich aus, als ob ich Geld haben will. Ich glaube, ihr seid ein Mann, der seiner Kunst nachgehen will. Genau. Wisst ihr, irgendwann werden Geschichten geschrieben. Über euch gibt es schon Geschichten. Und vielleicht redet irgendwann nach dem Jahr des Feuers, in einem Jahr der Fluten, diese Welt über die mondsilberne Drachentöter. Und da wird man fragen, wer war der Fettgeweihte? Jeder wird sagen, es gab keinen. Und dann wird man fragen, wer war der Ingrim-Geweihte? Und die ganze Welt wird wissen, das war Lahalkash. Außerdem will ich, dass die Leute, die hier mir zur Hand gehen, als Okkuluten ausgebildet werden dürfen. Das ist nicht verhandelbar. Warum sollten wir etwas dagegen haben? Es ist eine Angelegenheit eurer Kirche, so wie ich das sehe. Ja, ich will nur, dass ihr euch nicht einmischt. Nicht, dass ihr irgendwie damit kommt, dass die Zwergin, die zu Angrosch bekehren will, oder irgendjemand sagt, das ist Effert-gefälliges Handwerk, weil Schiff, und dann wird er von der Effert-Kirche zum Akkoluten ausgerufen. Das klingt mir nach einem Monopol. Keine Lust darauf, dass ihr Nein sagt. Die Entscheidung zu einer Akkolytenschaft liegt in allererster Linie bei der Person selbst, die sie antreten möchte. Ich will nur, dass ihr nicht Nein sagt. Das kann ich euch nicht versprechen. Das sind Einzelfallentscheidungen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt denke ich nicht, dass das eine Entscheidung ist, die uns über die Maßen betreffen wird. Genau. Gib mir mal die Kiste mit den Neimern und den Nägeln. Ich brauche mal einen kleineren. Die schwere da drüben. Würfel mal eine Körperkraftprobe. Okay. Also ich ziehe mal so an der Ecke von der Kiste und prüfe mal, wie schwer die so ist. Ja, ist eine schwere Eisenkiste mit vielen Eisennägeln und Eisenhämmern drin. Uff. Naja. Hier. Bitte. Ja, fang nicht an zu schwitzen. Ihr werdet einen Schwur ablegen müssen, wenn ihr bleiben solltet. Ist mir egal. Ihr könnt euch diesen Schwur in der Kapelle durchlesen, wenn ihr wollt. Aber wenn es euch egal ist, dann werde ich euch einfach informieren, ob wir euch haben wollen oder nicht. Und dann lest ihr ihn einfach vom Zettel ab. Ja, genau. Er ist gerade schon wieder in einer ganz anderen Welt. Er kann tatsächlich nicht gut mit Menschen. Ingrim mit euch. Ingrim. Und ich verlasse ihn kopfschüttelnd. Mache mich auf die Suche nach den anderen. Aber Schochsuli, Wasser ist giftig. Wir konnten nicht Wasser trinken und wir haben versucht, mit Waffen auf Wasser einzuschlagen. Das hat nicht funktioniert. Ja, das ist wahr. Das ist mir auch schon so gegangen. In Trollzacken, Berge, Wasser ist Eis und wir können Wasser hacken. Weil Eis. Ja. Ihr wisst ja, wie man schwimmt, ne? Sie schauen die verständnislos an. Was soll ein Schwimmen? Okay, wie erkläre ich euch das am besten? Es ist ein bisschen wie das Kämpfen gegen das Wasser. Seht ihr? Ihr drückt das Wasser zur Seite und damit kommt ihr ein Stückchen voran. Und je fester ihr drückt, desto schneller kommt ihr voran. Ihr kämpft. Wir haben versucht, Wasser zu drücken und Wasser zu schlagen. Na, nicht drücken und schlagen. Das ist ein ganz spezieller Ablauf, den wir hier einüben müssen. Ich glaube, das muss euch der König nochmal zeigen, wie man richtig schwimmt. Aber ich kann euch davon erzählen, wie ich damals das Wasser kennengelernt habe. Naja, also, ich hatte früher auch ganz viel Sorge wegen dem Wasser. Und dann hat es auf dem Schiff immer noch so geschwankt und dann wurde mir ganz furchtbar speiübel. Das ist nicht so schön. Aber ich habe mich dann irgendwann darauf besonnen, dass das Wasser gar nicht böse ist, sondern man es fließen lassen muss. Man muss sich mit dem Wasser wiegen. Es bringt nichts, das Wasser mit Gewalt unter seine Knute zwingen zu wollen. Nein, Trick ist,
mit dem Wasser, nicht gegen das Wasser. Mit dem Wasser, dann funktioniert es. Wasser ist ein mächtiger Verbündeter. Ha? Ungefähr 4 Stunden später könnt ihr den Zorgerner Hafen anlaufen. Galan hat sich mittlerweile wieder nach oben gestellt und den Kurs korrigiert, damit ihr dann wieder auf das Festland zuhaltet. Ich bekomme bitte von euch eine Seefahrtsprobe mit der Spezialisierung Steuermann. Allerdings könntet ihr euch vorher noch durch Kartografie und Orientierung Hilfspunkte angeln, denn die Probe ist an sich erst einmal erschwert um 10 für ein großes, fremdes Schiff, dann um 5 wegen der Dunkelheit, um 5 wegen schlechte Matrosen bzw. gemischte Mannschaft und dann noch einmal um 3, weil sowohl der Hafen als auch das Schiff unbekannt ist. Dementsprechend kommen wir summa summarum auf eine plus 23. Ihr könnt die Erschwerung aber durch Kartografie und Orientierung abbauen. Ja. Kann ich auch mit Wettervorhersage noch helfen? Nein. Okay. Nein, also es geht nur darum, dass es dunkel ist und nicht darum, dass es stürmt oder regnet. Kann nur der die Probe machen, diese Proben, diese Erleichterung? Mir ist egal, wer da hilft, aber ich brauche auf alle Fälle, also Kartografierung würde die Orientierungsprobe erleichtern und die Orientierungsprobe erleichtert die Steuermannprobe. Soll sich jeder orientieren oder nur einer? Einer. Ihr habt einen Navigator. Ich würde Hilfstalent Seefahrt anbieten. Also ich würde steuern. Also ich brauche eine Kartografieprobe, bitte. Ich habe -7er Werkzeug. Okay. Für wen auch immer der jetzt macht. Ich mach's nicht. Ich kann nicht kartografieren. Ich auch nicht. Ich kann nicht orientieren. Dito. Ich auch. Dann Navianda. Ja, dann Navianda. Dafür ist sie da. Okay. Es sei denn, du willst es, Tulamin. Nein, ich wollte nur anbieten, Ausschau zu halten mit Sinnesschärfe, aber... Nee, brauchen wir nicht. Okay. Welche Qualität hat Avianda als Avis-Geweihte? Das hast du uns nicht gesagt. Wahrscheinlich also im Dokument stehen sie gerade alle mit 5, aber die sind halt noch nicht aufgedröselt. Ja, also ich glaube, in Kartografierung hat sie Q5 oder Q6. Ich sag mal eine Q6 an. Das heißt, sie würfelt auf 16, 16, 16 mit dem THW von 15. Und eine 7er Erleichterung. Eine 7er Erleichterung, okay. Dann bleiben alle 15 Punkte übrig. Teilen wir die durch 2, dann sind wir bei 16, sind 8. Das heißt, eure Navigationsprobe ist um 8 Punkte erleichtert. Meinst du Orientierungsprobe? Ja, genau. Muss die derselbe machen, der steuert? Nein. Okay, die darf nicht derjenige machen, der steuert. Okay, cool. Dann würde ich die gerne machen, weil ich auch noch dämmerungssichtig bin. Das heißt, die Erschwernisse durch die Dunkelheit werden bei mir halbiert. Mhm. Auch hier haben wir 7er Werkzeug. Mhm. Also eine 3 anstatt eine 5. Genau. Ist halt bei der Erleichterung am Ende egal. Die Frage ist nur, wie viele Punkte du hast. Also ich habe jetzt eine 12er Erleichterung, wenn ich die Erschwernisse und... ich schau jetzt einfach mal. Ja, mach mal. Das sieht gut aus. Gut, dann gibst du... Was hast du für ein THW? 9, ne? Mhm. Dann gibst du 9 halbe, sind 10, sind 5 Punkte, gibst du auf die Steuermannprobe drauf. Dann sind wir bei 23 minus 5 sind 18. Guilty plus minus 0. Wünsch mir Glück. Kann die Seefahrtsprobe noch eine Hilfe kriegen? Oh boy! Wie willst du helfen? Ich möchte das doch ganz gern shippen, denke ich. Ja, es gibt ja eine Erschwernis durch eine unkoordinierte Mannschaft. Ich würde mich mal mit aufs Achterdeck stellen und die ein bisschen mehr anweisen, obwohl das auch nicht mein Job ist als Schützmeister, aber scheinbar gibt es da ja gerade Probleme. Ja, dann gib mir mal eine Lehrenprobe. Lehren, okay. Ist keine Kriegskunde, weil wir nicht im Kriegsfall sind. Ich hätte Seefahrt, kann ich auf Seefahrt abweichen? Hast du eine Spezialisierung? Seefahrtspezialisierung habe ich nicht. Mach mal eine Seefahrt plus 5. Okay, ich packe 5 ASP rein, da ich Meisterhandwerk habe. Okay, dann gibst du 5 ASP im Vorfeld, sind 10 THW mehr. Genau, da habe ich dann einen Bonus von 5 nur noch, wenn man die Erschwernis da abzieht. Seefahrt. Nee, du gewinnst ja THW. Also ich würde die Erschwernis eintragen und weil du echt einen THW gewinnst. Genau. Also okay. Wenn du jetzt gut würfelst, dann kannst du ja tatsächlich noch mehr THW überhaben. Okay, du würfelst nicht gut. Ich würfel nicht gut. 17 Punkte über. Ja, trotzdem nicht gut gewürfelt. Dann ist das 17, sind 18, sind 9 Punkte Erleichterung. Aber
Du kannst nur die plus 5 von der Mannschaft rausnehmen. Das heißt, okay, wir sind bei einer 10 plus 5 plus 3. 13. Genau, plus... Wir sind bei einer plus 13. Plus 13, genau. Ja, genau. Ich, ja, den Chip habe ich ja trotzdem schon gesagt. Punkt, bei 18, 18, 20. Das ist gelungen. Das ist ja gelungen. War tatsächlich nötig. Ja, und während ihr auf den Unbekannten, ja, dunkel ist er nicht, es gibt so ein paar Lichter, die aufgestellt worden sind, alles mit Lampions und alles sehr bunt, also vor allem rotes Licht, gelbes Licht, was auch immer sie da gemacht haben. Es ist nicht wirklich hell, es hilft auch nicht wirklich bei der Orientierung, aber gemeinsam mit Aviander könnt ihr es dann schaffen, den Hafen so anzufahren, dass der neue Name, der gerade angepinselt worden ist, ist wohl noch nicht ganz trocken und könnt sehen, wie auf alle Fälle so ein bisschen der mondsilberne Drachentöter, es kratzt Holz über Holz und ein bisschen blättert er wohl ab. Aber ist es keine Meisterleistung gewesen, aber zumindest nimmt das Schiff keinen weiteren Schaden. Wo Abelmir dann auch auf dem Achterdeck steht und so ein bisschen rügt in Richtung von Jarlan schaut. Aber ihr könnt dann am Ende mit wenigen Segeln alles komplett rausnehmen und kommt dann mit den Ankertauen zum Stehen. Puh, das wäre geschafft. Ich hätte gedacht, dass es so eine Herausforderung ist, in den Hafen zu fahren. Gut zusammengebrüllt, Diamantes. Sehr schön gebrüllt. Habe ich mich gleich wieder heimisch gefühlt. Oh, alanfanische Beleidigung. Ich träume die Männer an. Nun, wir haben noch einiges zu verladen. Nächstes Mal ankern wir in der Bucht und nehmen eine Schaluppe. Aber das ist jetzt gerade nicht praktikabel. Nun gut, Messen an Dock angetreten! Zusammentreten!